Alex, Hagen, Marco und Andrew sind 21 Octane und sind bei uns zu Gast. Und ihr habt ja schon gehört, wie wunderbar sie singen können und spielen können. Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You. Das habt ihr jetzt nicht auf der Tour mit Uriah Heep gespielt, oder? Doch, jeden Tag. Jeden Tag? Nein. Wir üben noch. Aber ich glaube, wir können es jetzt im Programm nehmen. Ich glaube, jetzt läuft das. Habt ihr denn irgendwas Weihnachtliches im Programm? Also, oder ist das gar nicht so gewünscht? Ich meine, die Tour läuft ja auch schon ein bisschen, gar nicht in der Weihnachtszeit. Ja, die fing ja schon Mitte November an. Und von daher. Genau. Vielleicht schaffen wir es die letzten zwei Shows noch ein bisschen was Weihnachtliches einzubringen. Ja, vielleicht dann ab morgen, ne? Genau, morgen. Ja, morgen seid ihr in Bochum unterwegs, also hier in NRW, und dann seid ihr in Frankfurt. Und wir haben auch natürlich die Seite von 21 Octane bei uns auf der Seite verlinkt. Da könnt ihr mal draufgehen und euch die ganzen Daten anschauen. Wie war denn bislang die Tour und wie haben die Leute euch aufgenommen? Die Tour lief bisher also absolut spitze, muss man wirklich sagen. Das Uriah Heep-Publikum hat uns sehr, sehr gut aufgenommen. Und auch mit den anderen Bands, wir sind sehr gut klargekommen. Insgesamt die ganze Stimmung ist sehr, sehr gut. Also wir können es absolut nicht beklagen. Also es war noch besser, als wir uns das erhofft haben, auf jeden Fall. Ja. Und wie kam es zustande, dass ihr zusammen mit Uriah Heep auf Tour seid? Ja, wir haben zwar nicht die gleiche Plattenfirma, aber wir haben den gleichen Vertrieb, nämlich Soul Food. Und als unser Debütalbum im Mai rausgekommen ist, hat unser Plattenfirmenchef gesagt, das ist eine Kombination, die sehr gut passen könnte. Und er hat auf jeden Fall recht, zu 120%. Und so ist das alles passiert. Ja. Wenn ihr zusammen im Studio seid und das Album hier zum Beispiel Into the Open produziert, wie läuft das? Also wer von euch hat so das musikalische Sagen? Seid ihr alle gleichberechtigt? Wer ist so derjenige, der im Studio das Sagen hat? Also wir sind schon sehr, sehr gleichberechtigt, wobei es natürlich schon so ist, dass die Jungs an den Instrumenten natürlich sich mehr um den musikalischen Anteil kümmern. Mhm. Ich gebe da natürlich hier und da als Sänger auch mal meinen Senf dazu und steuere Ideen bei. Aber ich denke, der große Anteil an der Musik liegt natürlich bei den drei Jungs. Und ich bin eher dann natürlich für die Texte und die Melodien dann nachträglich zuständig. Und ihr alle kommt von anderen Bands eigentlich, ne? Also ihr habt alle woanders gespielt und seid jetzt zusammengekommen. Das heißt, ihr habt Erfahrungen, wie man zusammen als Band funktioniert. Andrew, was würdest du sagen, was hast du so mitgenommen? Aus den anderen Bands? Ja. Viel Erfahrung, ja. Also diese Stage-Präsenz habe ich da viel mitgenommen und Verhalten, was man tun soll, was man nicht tun soll zum Beispiel auch. Was sind zum Beispiel? Ich finde zum Beispiel Pünktlichkeit, Flexibilität und sowas ist ganz, ganz wichtig in dem Business, damit man weit und auch, sagen wir mal, hochkommen möchte irgendwie. Solche Sachen habe ich halt viel gelernt. Und auch bei anderen Bands, weil ich ja nicht nur die hochkarätigen Acts, sondern auch Coverbands und solche Sachen gespielt habe, auch gelernt, was man zum Beispiel musikalisch auch nicht machen soll, auch viel zum Beispiel. Ne? Okay, dann sag, was denn, weil ihr so gerade so lacht, was sollte man musikalisch denn nicht machen? Also ich habe noch nie in der Coverband gespielt und werde es auch niemals tun. Aber ich denke mal, was Andrew damit sagen will, ist einfach, dass man versuchen sollte, über die Jahre seine eigene Stimme so als Musiker zu finden und eigene Songs zu schreiben. Und das konnten wir hier halt alle tun. Deswegen haben wir die Band auch gegründet, um unser eigenes Ding durchzuziehen und vor allen Dingen auch eine große Stimme zu sein für die Zukunft in der Rockszene. Nicht nur in der Rockszene, in der generellen Musikszene. Also das heißt, das A und O ist, dass man niemals, niemals Mariah Carey singt im Fernsehen, ne? Wahrscheinlich. Zu Weihnachten schon. Also, ich finde das jetzt persönlich. Das war eine Premiere. Ja. Ich finde das auch auf jeden Fall ganz gut. Du wirst ja The Bullet genannt. Warum wird er The Bullet genannt? Das braucht er nicht zu erklären. Nee, das könnt ihr mal sagen. Ja, genau. Warum? Sag mal, Hagen, warum wird... Ach du meine Güte. Also ich weiß das sogar. Ne? Ja. Ja? Das war auf der NAMM Show, ja? Vor ein paar Jahren. Die NAMM Show in den USA, das ist die Musik-Trade-Show in den USA. Mhm. Wie bei uns die Frankfurter Musikmesse. Und Andrew hat gerade an einem Stand eine Bassvorführung gemacht. Und da kam jemand vorbei und sagt, that sounds like a bullet. Right? Cool. Ja, weil der auch einfach wie eine Bullet klingt. Ja. Und wie seid ihr jetzt zu euren Instrumenten gekommen? Also hast du einen Nickname? Nein. Nee? Leider nicht. So, was würdet ihr denn, also wenn ihr jetzt mir taufen müsstet? Alex da. The Stormhammer. The Stormhammer, okay. Stormhammer. Or the Golden Kitty? The Golden Kitty? Oh. Nein, das ist. Die haben nämlich auch so ein Winkelkätzchen in Tourbus. Genau, wir haben den Vater davon. Ganz groß. Ich wollte einfach die Mutter, oder? Ich hab, du glaubst, es ist die Mutter? Wir müssen mal unten gucken. Ja. Die Mutter da. Okay. Marco, bist du zur Gitarre gekommen? Ich habe mit 9,5 angefangen. Hatte meinen ersten Unterricht mit 10.
und habe dann mehrere Musikschulen besucht und so weiter und so fort und habe dann angefangen Musik zu studieren mit, ich glaube mit 21 und so fing das dann alles aber mit 10 an, ja. Und du hast gerade so gelacht, als ich gefragt habe, wie bist du denn zum Bass gekommen? Das ist eine lustige Geschichte, weil genau dieser Mann dran schuld ist, dass ich zum mit Bassspielen angefangen habe. Okay. Ich habe in der WG gewohnt und ich war so ein vorher Handballprofi. Ja, darum war das auch ganz ach lustig. Echt? Genau. Ah, okay. Ja, auch Jugendnationalmannschaft. Du musst gleich auf jeden Fall, ihr müsst beide mal zum Peter genau, gleich rübergehen. Ja, genau. Auf jeden Fall war das dann irgendwie so, ich habe dann in einer WG gewohnt mit vielen Musikern. Ich habe gedacht, boah, ich werde jetzt Gitarrist irgendwie. Und irgendwann kam der Herr Landenburg zu mir und hat gesagt, ja, Andrew, du bist bestimmt ein guter Gitarrist, alles gut, aber Bass steht dir da viel besser wahrscheinlich und vor allem der Fakt ist, die Gitarre sieht an dir aus wie eine Ukulele. Und das war halt der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, dieser Wechsel wäre... Wie kam der jetzt so da drauf? Nein, ich mache... ich weiß, wir haben gar nicht so viel Zeit, aber ich möchte trotzdem noch ein paar Minuten, ein paar Sekunden von Dear Friend anspielen, von 21 Octane, weil wir werden euch gleich in der Akustikversion hören. Und das ist was ganz anderes als das, was ihr auf der Bühne macht. Und deswegen jetzt Dear Friend von dem Album, was hier steht. Und so sieht's aus. Yeah.